heute nochmal ein Video zum E46, in dem Fall 323i. Und zwar werden wir hier die Ventildecklichtung tauschen. Ihr seht hier unten ist es leicht undicht, im vorderen Bereich auch. Da fangen wir jetzt an. Der erste Step, ihr macht hier oben die Clips auf. Dann kommt dann der Innenraumfilter. Einfach die drei Clips aufmachen, eindrehen, gehen sie auf. Habt ihr den Deckel weg. Dann könnt ihr den Filter rausnehmen. Der nächste Step ist, ihr löst hier die Leiste. Einfach ganz vorsichtig mit den Fingerspitzen die Leiste lösen. Dann könnt ihr hier die Leitungen rausnehmen. Dann habt ihr hier hinten 1, 2, 3, 4 Torx 30. Wie ihr seht, habe ich da schon vorgelöst. Marcel, halt schön drauf. Dann lösen wir jetzt noch die letzte Schraube. So, jetzt sind die vier Schrauben gelöst. Und dann geht ihr einfach hin. Hebelt es ganz, ganz vorsichtig raus. Und jetzt seht ihr komplett bis nach hinten. Ja? Jetzt würde ich sagen, machen wir kurz eine Pause und dann sehen wir uns gleich beim Weiterzerlegen. So, jetzt komme ich gerade nachher, Marcel. Hier oben haben wir zwei 10er Schrauben. Wenn ihr die löst, könnt ihr diese Verkleidung quasi entfernen. Die müsst ihr nachher entfernen, um hier an die Schrauben zu kommen, aber dazu gleich mehr. Hier, wie man hier sieht, haben wir hier Stehbolzen, das heißt, wir haben hier zwei 10er Muttern. Das heißt, ihr nehmt hier ganz normal eine Nuss, eine Langnuss, was auch immer da reinpasst und entfernt die. Und dann könnt ihr hergehen und könnt auch diese Abdeckung wegmachen. Ganz wichtig ist, dass wir jetzt einfach den Öldeckel wieder reinmachen, zumachen, dass nichts reinfällt, dass wir nicht irgendwas beschädigen oder nach irgendwas übersehen. Und der nächste Step ist jetzt hier, dass man die Zündspulen rausmacht. Zum Zündspulen rausmachen auch wieder eine 10er Maulweide, also quasi eine Nuss in dem Fall nehmen. Das heißt keine Maulweide, sondern einfach Langnuss, die alle entfernen. Dann könnt ihr nach und nach die Zündspulen rausziehen. Zum Stecker lösen einfach nur hoch, bisschen wackeln, Stecker draußen. Ja, wenn wir das draußen haben gleich, wir fangen hinten an, gehen nach vorne und dann vorne den einen machen wir zusammen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie ihr seht, haben wir jetzt die Leiste für die Zündspulen demontiert. Wichtig ist, dass ihr das Masseband rausmacht. Das Masseband ist hier mit einer 8er Mutter befestigt gewesen. Wenn ihr das draußen habt, die ganzen 10er draußen, wie die hier, 10er Weite, einfach rausziehen. Marcel, du hältst weiter drauf. So, als nächstes lösen wir jetzt hier drinnen 1, 2, 3, 4, dann hier außen komplett einmal ringsrum und dann können wir den Ventildeckel schon ganz vorsichtig abnehmen. Zu beachten gibt es jetzt aktuell erstmal noch nichts, die Schrauben sauber lösen und der Rest kommt dann gleich, wenn wir es ausgebaut haben, dann gehen wir kurz in Ruhe durch, bauen die neue Dichtung ein und dann wird wieder montiert. Bis gleich. So, jetzt sind hier alle Schrauben ringsrum los. Wir haben ja auch eine 10er Schlüsselweite, wie schon erwähnt, beziehungsweise ihr nehmt eine 10er Nuss. Hier hin müsst ihr ein bisschen gucken, wenn man da hinläuft, dass er guckt, wie er hinkommt von der Verlängerung. Hier viel hier drin draußen. Hier vorsichtig ausstecken, drückt das so zusammen, zieht raus. Das ist die Entlüftung. Die Stecker für die Sonden sind hier eingeklipst. Einfach vorsichtig ausklipsen. So, und jetzt könnt ihr im Endeffekt hergehen. Kurz gucken, dass er da irgendwo hängen bleibt. Dann könnt ihr vorsichtig. Haben wir jetzt das gute Stück, aber das putzen wir jetzt erstmal ordentlich und dann kommen wir gleich nochmal dazu. Bis gleich. So, in dem Zuge, wenn jetzt der Ventildeckel unten ist, dann schaut einfach schön, was machen die Ketten. Haben wir irgendwo Spiel? Hier haben wir minimal Spiel, das heißt, hier ist alles in Ordnung. Schauen wir uns geschwind mal die Nocken ganz vorsichtig an, ob wir irgendwo untypischen Abrieb oder irgendwas sehen. Hier ist aber alles in Ordnung. Das heißt, wir putzen hier außen jetzt vorsichtig runter, neue Dichtungen rein, dann kann der Ventildeckel wieder drauf und da sehen wir uns dann gleich. So, beim Ventildeckel wichtig, dass ihr natürlich, wenn es gibt, das passende Anzugsdrehmoment raussucht bzw. euch geben lasst und die passende Reihenfolge. Wir haben jetzt die Schrauben soweit
alle fest. In dem Fall, wie schon gesagt, haben wir überall eine 10er Weite. Das heißt, ihr nehmt einfach einen 10er, eine 10er Nuss und dann könnt ihr das so weit entfernen. Ja, jetzt legen wir die Leitung wieder rüber. Die Leitung geht hier oben drüber und wird quasi hier im unteren Bereich mehr oder minder nur eingeklipst. Das heißt, da gibt es einen Anschlag, Clip, Clip, Clip. Das heißt, die ist jetzt drinne. Wichtig ist, dass ihr das Masseband nachher nicht vergesst. Wir haben hier außen jeweils ein Masseband auf die Spule. Wir haben hier das Masseband, das hier drauf kommt. Und dann könnt ihr jetzt die Spulen einsetzen. Marcel, du kannst gleich mal anlassen. Komme sofort. So, das heißt, ihr nehmt hier eure Spule beim Spule einstecken. Ganz vorsichtig Stecker reinfahren, Clip runter, fest. Das war schon. Befestigt sind sie wieder mit diesen 10er Schrauben. Auf der anderen Seite jetzt das Masseband nicht vergessen. Das Masseband ist hier unbefestigt mit einer Mutter. Vorsichtig einsetzen. Die Schraube nicht verlieren. Hier oben mit einer Schraube. Das Masseband habt ihr drüben, auf der anderen Seite hinten auch nochmal. Und dann setzen wir jetzt alle Spulen ein, schließen die an und dann sehen wir uns gleich zum Abschluss wieder. Bis gleich, ciao. So, jetzt sind wir hier soweit fertig. Wir haben alles fest, die Zehner sind fest, die Masseleitungen sind fest, hier, hier und hinten. Jetzt kommt wieder die normale Abdeckung drauf, dann kommt wieder eure Abdeckung für den Innenraumfilter drauf und dann wird zugemacht. Ich denke, wir können es jetzt hierbei belassen. Das ist jetzt soweit alles festgezogen, angezogen. Wird nachher noch einen Probelauf geben. Wird man sehen, wird alles passen, gehe ich davon aus. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, ciao.